Ahoi, da was geht ab, Leute, Hunger. Dreh hier eine kleine Runde, setze mich in ein paar AG'n, dreh ein paar Stops und, oh mein Gott, wieso hängt das Spiel? Und wollte ein paar AG'n füttern und über ein Thema reden, aber das müssen wir gleich nochmal machen, weil ich das Spiel neu starten muss. So, jetzt müsste es funktionieren. Ich wollte das hier aufnehmen, weil ich echt kurz davor bin, den AG'n-Orden auf Gold zu bringen. Das müsste eigentlich voll sein. Komm. Sieht voll aus, also ich kann nicht mehr viel füttern. Gleich müsste ein Fehler kommen, aber ich hoffe, davor kommt die Arena noch auf Gold. Das wäre meine erste Arena. Das wäre mein erster Arena-Orden auf Gold. Und, Alter, erstens füttere ich bereits viel mehr als erwartet. Also ich dachte davor bereits, dass ein Fehler kommt, aber es geht noch. Bei dem nicht mehr, weil den habe ich schon zu oft gefüttert. Rizeros müsste ich noch füttern können. Nee. Fuck. Akani. Okay, das ging noch. Labras. Nee. Immer noch nicht Gold. Fuck. Ich dachte jetzt echt, dass ich Gold kriege. Moment, schauen wir uns kurz die... Nicht die Medaille. Ich will immer Medaillen sagen. Den Orden an. Also man sieht halt nicht die genauen Zahlen, man kann nur den Balken sehen und ungefähr abschätzen. Und es sieht eigentlich voll aus, also keine Ahnung. Schade. Ich dachte, ich könnte euch jetzt einen goldenen Orden zeigen. Arena-Orden, aber... Aber vielleicht demnächst, also vielleicht auf dem Rückweg können wir das nochmal füttern und dann... Auf jeden Fall wollte ich heute über Oberhausen reden. Es gab jetzt ein paar Neuigkeiten während des Wochenendes. Es hat sogar auf Reddit geschafft. Ein 2 Kilometer auf dem zweiten Account. Schauen wir mal. Nebulak. Neuer Dex-Eintrag. So, auf jeden Fall wollte ich sagen, das hat es auch auf Reddit geschafft. Echt krass, die Neuigkeit. Wir setzen uns gleich da vorne hin, hauen die Arena platt und reden ein bisschen genauer drüber. So, jetzt hat sogar der Main-Account einen Zweier. Schauen wir mal, was kommt. Weberak, neu aus 2 Kilometern. IV-Check. Oh, was? Ich habe nicht aufgepasst, aber ich glaube, nur Defense war 15. Ja, nur Defense. Schade. Ich brauche da noch 100%. Wir machen die blaue Arena doch noch nicht platt, weil da vorne, die gelbe da, wurde ich gerade rausgekickt. Das Merkwürdige, nur ich. Ich habe gerade mein Ditto reingesetzt. Ich setze in letzter Zeit einfach rein, was ich will. Meistens kleine Sachen. Die Arena hält trotzdem. Es gibt verschiedene Strategien. Leute setzen auch Pokémon rein mit 3000 und mehr WP, damit die schnell WP verlieren und dann gefüttert werden können. Die Arena müsste auch demnächst Gold sein. Ja, fast, aber wieso fütter ich das Gyarados? Muss erstmal mein Ditto hier füttern. Scoop Plus geht ab. Also hier ist ein Hotspot. Bei der Arena hier und bei der daneben immer Pokémon. Füttern wir noch ein bisschen. Generic geht auch aus. Was für Glurak. Ja, bei der Medaille fehlt doch noch ein Stückchen. Ganz kleines. Irgendjemand mit Dumisel. Labras kriegt auch was. Jetzt gehen wir zur Arena. So, mal den erstmal weg. Ja, erstmal checken, ob Screening Color läuft. Läuft. Also, mach jetzt die Arena platt und dann quatschen wir über das Event in Oberhausen. Also, am Wochenende kamen da ein paar Screenshots, ein paar Sachen, ein paar, nicht Gerüchte, weil die haben es so geschrieben, aber es wurde alles übertrieben, alles gehypt. Auf jeden Fall, zum Beispiel Spieletrend hat das auch schon erwähnt, dass er da möglicherweise nicht hingehen will,
weil das eben echt zu voll sein könnte und die Verbindung, WLAN, GPS, all dies nicht gewährleistet werden kann. Und jetzt hat da gestern so ein Mädchen irgendwas gepostet in der Gruppe, aber so richtig Clickbait-mäßig, Event fällt aus, bla bla. Und da hat sie einen Screenshot geschickt von einem Statement von der Facebook-Seite von Oberhausen, wo echt drin steht, dass das Event gecancelt wird. Aber, mein Gott, Moment, Flamaga, ich muss wechseln. Aber es war halt ohne Bezug, ohne Kontext. Und wenn man nur das liest, mein Gott, Spiel hängt auch noch. Wenn man nur das liest, dann könnte man echt davon ausgehen, aber das ist echt alles sehr, sehr unwahrscheinlich. Ich meine, es werden echt viele Leute nach Oberhausen fahren. Und also ich habe mir den ganzen Facebook-Verlauf, die ganze Konversation durchgelesen, die ganzen Kommentare. Und auf jeden Fall ist das Event nicht gefährdet, also das ist echt alles ohne Kontext. Da hat so ein Typ halt geschrieben, dass er sich Sorgen macht um die Internetverbindung und GPS und sowas und ob die da aufstocken werden. Und die haben geschrieben, die werden da was tun und die haben geschrieben, die werden sich darum kümmern, werden sich da Mühe geben, aber das ist natürlich nicht so einfach. Dann hat der Typ weiter geschrieben und weiter drauf rumgestachelt und dann kam meiner Meinung nach sogar eine relativ unhöfliche, also nicht unhöfliche, aber unprofessionelle Antwort von den Arkaden. Die haben dann irgendwas geschrieben mit, ja, kannst du zu Hause auch einfach so dein Teil verbessern, dein Internet verbessern. Also meiner Meinung nach echt unprofessionell und ich bin Mr. Unprofessionell, also mich juckt es eigentlich nicht, aber kam so rüber. Auf jeden Fall haben die da ein bisschen rumgeschrieben und der eine hat dann geantwortet, ja, wenn echt viele Leute von überall herkommen, und da hat er halt übertrieben und 100.000 gesagt, wenn echt so viele Leute kommen und dann dort keinen Empfang haben, werden die echt enttäuscht. Was zwar stimmt, aber die Zahl war halt echt übertrieben, aber hat er wahrscheinlich auch nicht so ernst gemeint. Und auf diesen Kommentar haben die Akan dann geantwortet, ja, wenn echt so viele kommen, dann werden wir das Event garantiert nicht stattfinden lassen. Und dann nur dieser Kommentar wurde halt ohne den Kontext genommen und dann unnötig aufgeblasen. Und dann, wie gesagt, da kam sogar ein Reddit-Thread dazu. Wie gesagt, Leute, also ich mache jetzt die Arena noch platt, dann reden wir über das Event an sich, wie viele Leute da hinkommen, wie viele Leute ich da erwarte und meine Erwartungen und sowas. Aber an sich, das Statement von Oberhausen jetzt, das sollte man echt nicht ernst nehmen. Es wurde echt einfach so aufgeblasen. Ich denke mal nicht, dass die das Event absagen werden. Aber schauen wir mal. Ich mache jetzt die Arena platt und dann, wie gesagt, gehen wir noch genau drüber. So, Arena ist platt, aber ich setze mich nicht rein, sondern den Roten, der braucht Münzen heute und der hat keine einzige Arena. Muss man kurz warten, bis Gewinnerpriorität weg ist. Oha, die ging echt schnell weg. Das waren 5 Sekunden oder so. Setze ich mein Labgas rein hier, glaube ich. So. So, auf dem Rückweg schaue ich nochmal bei der Arena hier vorbei. Ich weiß nicht, ob ich wieder füttern kann. Ich habe gleich keine Ahnung, was das Zeitlimit ist. Aber wenn ja, müsste ich eigentlich die
wieder Medaille sagen. Ich meine den Goldorden kriegen für die Arena. Schauen wir mal. Die waren weiblich sogar hier. So, erstmal drehen. Erstmal die Cognito. Okay, füttern wir den mal. Es geht, alles klar. Yes, so. Und Gold. Es ist Gold, tatsächlich. Moment. Okay, ich hätte nicht drehen sollen. Ich hätte warten sollen, bis es Gold wird und dann hätte ich drehen sollen. Okay, das war ein Fail von mir. Aber die Arena ist Gold. Okay, füttern wir noch ein bisschen und dann schauen wir uns den Orden an. So. Gold. Gondel an der Frontmann lange. Puh. Mit Incognito. Saftig. So, noch ganz kurz zum, ich wollte gerade sagen Turnier, ich meinte zum Event. Ich habe schon vorausgedacht. Ich erwarte so um die, also mehr als 10.000, also fünfstellig auf jeden Fall. Zwischen 10.000 und 20.000, denke ich mal schon, werden kommen. Von überall her, von den verschiedensten Ländern. Und ich wollte das gerade mit Yu-Gi-Oh! Vergleichen, deswegen habe ich auch Turnier gesagt. Es gab zum Beispiel bei uns Yu-Gi-Oh! Turniere, die nannten sich YCS, Yu-Gi-Oh! Championship Series. Und da haben auch immer mindestens 1.000 Leute mitgemacht. Von überall her sind die gekommen, für eigentlich nichts. Und ich denke mal, das Pokémon da viel, viel beliebter ist und fünfstellig wird schon sein. Was riskant sein kann, weil diese kleinen Pipifax-Turniere, ich meine diese kleinen Pipifax-Events in den Pasing-Arkaden zum Beispiel, da hat schon nicht gereicht, da gab es GPS-Fehler und kein Signal und sowas, kein Empfang. Und da waren nicht mal 100, glaube ich, oder sagen wir circa 100, damals beim ersten angeblichen Event in Pasing. Und ja, wenn es echt so viele sind, dann bin ich echt gespannt, wie die das hinbekommen wollen. Ich glaube, da hat Spieletrend auf jeden Fall recht. Aber wir werden es sehen. Wir werden uns auf jeden Fall erstmal Prag anschauen. Und ausgehend davon, wie es dort läuft und was es dort gibt und ob die das hinbekommen, checke ich dann auch nach Oberhausen ab. Aber ansonsten war es das. Wie immer, checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram und Facebook. Schreibt unten in die Kommentare, was ihr vom Event haltet. Denkt ihr, dass die das hinbekommen? Wie viel denkt ihr, werden da hinkommen? Kommt ihr dahin? Und denkt ihr, das wird ein Flop oder ein Top, also saftig oder leidend? Ansonsten folgt mir auf Instagram und Facebook, aber das habe ich glaube ich schon gesagt. Und vergesst nicht, Pokémon ist hier das Business.